Ja, hallo, ich wollte heute mit euch über den Lavendel sprechen. Es gibt mehrere Lavendelarten und dann nochmal Lavendelunterarten. Und ich spreche jetzt mal von den vier Hauptarten des Lavendels. Eine Lavendelart, die ist sehr gut zu unterscheiden von allen anderen. Sie wird einfach nur als Zierpflanze angebaut und oft begrüßt sie einen, wenn man am Dorfeingang ist oder in Gärten wird sie auch gerne angebaut. Das ist der Lavande Stöckers oder Lavande Papillon. Der versprüht keinen Geruch, aber auch er hat ein ätherisches Öl anzubieten, was ausschließlich in der Medizin verwendet wird, vor allem gegen Probleme an dem Gehörgang, also Gehörgangsveralterungen, aber auch für andere Dinge. Allerdings ist dieses ätherische Öl sehr mit Vorsicht zu genießen. Es kann Antibiotika ersetzen, Tatsache, wenn man eben diese Gehörgangsveralterungen hat, bakteriellen Ursprungs. Aber es ist sehr neurotoxisch. Deswegen werden solche ätherischen Öle auch nie öffentlich in den Regalen bereitstehen für die Touristen. Auf dieses Öl werdet ihr also nicht stoßen. Darum werde ich auch nicht weiter darauf eingehen. Ja, bewundert noch einmal das Bild des schönen Lavande-Stöckers. Und jetzt geht es weiter zu den drei anderen Arten des Lavendels. Diese kommen häufig vor. Am allerhäufigsten ist der Lavandin, der in zwei Unterarten, Hauptunterarten eingeteilt wird. Einmal Lavandin Super und einmal Lavandin Grosso. Und der echte Lavendel. Der echte Lavendel heißt entweder Lavande Vraie, Lavande Officinale, Lavande, naja. Also ich sage einfach nur echter Lavendel dazu, sonst ist das zu kompliziert. Und dann gibt es noch eine Art, die heißt Lavande Aspic. Nun, der echte Lavendel und der Lavande Aspic, das sind die beiden Lavendelarten, von denen der Lavandin hervorgeht. Der Lavandin ist ein Hybrid zwischen Lavendel, dem echten Lavendel und dem Lavande Aspic oder Lavande Latifolia und was weiß ich. Ich sage einfach Lavande Aspic. Diese drei Lavendelarten wachsen auf unterschiedlichen Böden beziehungsweise in unterschiedlichen Gebieten. Der echte Lavendel, der wächst zwischen 800 und sagen wir 1000 300 Meter, 1200 Meter Höhe, ausschließlich in der Provence. Nur in der Provence ist dieser echte Lavendel zu haben. Und er braucht diese Höhen, weil nur dort die Samen des echten Lavendels aufgehen. Um diesen echten Lavendel ein bisschen nach unten zu holen, in die bis 350 Meter etwa innerhalb der Provence, klont man diesen Lavendel. Dann heißt der Lavendel Lavendel Mayette, nicht mehr Lavande Vraie, Officinale und so weiter, sondern Lavande Mayette. Das ist der Klon des echten Lavendels. Ja, und der Lavande Aspic, also Latifolia spicata, Lavande Aspic, der
Der wächst in tieferen Gefilden, der wächst auch im Mittelmeerraum und wird vor allem in Spanien wegen seines ätherischen Öles an den Feldern angebaut. Hier in Frankreich gibt es den nur als Zierpflanze zu haben. Die unterschiedlichen optischen Eigenschaften zwischen Lavendel, den echten, und Lavendel spicata, also Lavande aspic, sind, dass der Lavendel, der echte, nur einen Stiel hat und keine Seitenäste, und der Lavendel aspic, der hat ein bis zwei Seitenäste. Ansonsten sehen die Blütenstände gleich aus. Die sind nicht so dicht beieinander wie bei deren, wie es der Fall bei deren Hybriden des Lavandin ist. Und sie sind auch, sie hören auch, und der Blütenstand an sich ist auch weniger lang. Die Blüten sind im Allgemeinen dunkler, so eher blau-violett. So, jetzt zum Lavandin, der Hybride zwischen Lavande vraie und der echte Lavendel und der Lavande aspic, der ist überall zu finden. Der ist in den Höhen zu finden und in den tieferen Gebieten der Provence. Und der sprüht auch diesen typischen Lavendelduft aus. Wenn ihr vor dem Feld steht und es riecht ganz furchtbar stark, dann könnt ihr davon ausgehen, das ist meistens der Lavandin und nicht der echte Lavendel. Der riecht auch, aber nicht ganz so stark. Seine Blütenstände sind ja auch nicht ganz so intensiv. Ja, und der Lavandin, der hat unterschiedliche Farben. Der schwankt zwischen violett und violett-weißlich. Und seine Blütenstände sind also dichter und länger und gehen so kegelartig nach unten. Auch der Lavandin hat zwei Seitenäste. Zwei Seitenäste. Der Lavande, der echte Lavendel, hat nur einen einzigen Stiel und die anderen Arten haben eben Seitenäste. Der Lavande aspic hat ein bis zwei Seitenäste nebeneinander und der Lavande hat zwei Seitenäste. Die Blüten des Lavandin, wiederhole ich nochmal, unterscheiden sich zwischen denen des echten Lavendels und des Lavande aspic, indem die Blüten des Lavandin eben dichter sind und länger und kegelartig nach unten gehen. Und die Blüten riechen natürlich auch stärker und sie sind heller, insgesamt heller zwischen violett und violett-weißlich. Damit man den echten Lavendel ein bisschen von den Bergen nach unten holen kann in der Provence, gibt es eben den Lavande Mayet. Lavande Mayet, das ist aber nur ein Klon und der unterscheidet sich natürlich auch etwas zwischen dem echten. Essbar ist nur der echte Lavendel. Den kann man essen. Er kann Rosmarin zum Beispiel ganz gut ersetzen. Ihn kann man auch als Tee genießen. Er wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Jetzt gibt es natürlich auch die unterschiedlichen ätherischen Öle zu diesen ganzen Lavendelarten. Wenn euch das interessiert, dann werde ich darüber ein nächstes Video herausbringen, um die unterschiedlichen ätherischen Öle mit euch zu besprechen. So, jetzt lasse ich euch erst einmal und dann wünsche ich euch einen schönen Aufenthalt in der Provence. Tschüss!